So, liebe Leute, da wären wir wieder. Immer noch zu Fuß unterwegs. Boah, und wie gesagt, ich glaube, das Erste, was wir machen, wenn wir zu Hause sind, außer halt DecoCraft, wofür die Reise eigentlich gut war, ist halt mal so diese Waystones zu machen, dass wir zumindest so ein Ding bei uns zu Hause haben, dass wir uns bei der nächsten Reise halt einfach zurück teleportieren können. Und am besten für die nächste Reise halt noch noch einen Waystone mitnehmen, dass wir uns dann wieder ans Ende teleportieren können, der letzten Reise, dass wir da dann einfach fortfahren können. So, das Wort habe ich gesucht. Ah ja, Gamescom ist halt immer ein Erlebnis. Eigentlich müssen wir da jedes Jahr hin. Bei uns scheitert es meistens einfach an der Organisation. Da wird dann halt gesagt, jo, sollten wir mal dieses Jahr nochmal hingehen. Ja klar, lass dann irgendwann gucken. Und wir schaffen es einfach nicht früh genug, da alles zu organisieren. Boah, und ich hätte nach der letzten Folge eigentlich mal was trinken sollen. Ich habe gerade Pappmaul hoch 5 und kratzen im Hals. Ach, ekelhaft. Eventuell trinke ich gleich aber noch einen Schluck. Ich habe hier noch Sprudel stehen. Oh, und dieses blöde Gift. Ich. Sorry, Leute, aber ich muss jetzt mal gerade einen kleinen Schluck trinken. Sorry. Ah, so. Da ist das Mundgefühl doch schon gleich viel besser. So. Aber. Na. Wir, ja, gehen nun wieder gen Südosten nach Hause. Ja, und leider im Biom nicht gespawnt. Aber ich glaube, das war halt auch schon blöd, weil die spawnen den Kram ja halt auch schon, bevor da halt die Karte aufgedeckt ist, beziehungsweise auch eventuell schon die Punkte festgelegt, bevor die Map gerendert wird, kann es nicht sein. Also die Map erstellt wird, kann es nicht sein. Aber auf jeden Fall, das wird ja auch schon generiert weit bevor das auf der Karte aufgedeckt wird. Deswegen kann halt schon sein, dass wir da das Biom schon zu einem großen Teil generiert hatten, bevor ich die Ruinen drin hatte. Aber auch nicht so schlimm. Vielleicht finden wir sie noch, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. So. Auf jeden Fall gucken wir dann, dass wir nächstes Jahr wieder da sind. Meistens ging es halt, wie gesagt, schief von der Organisation, dass wir es nicht gepeilt bekommen, die Karten früh genug zu besorgen. Und die sind dann halt auch, zumindest die Samstags- und eventuell die Freitagskarten sind halt auch schon immer recht früh weg. Weil ist halt klar, die meisten gehen an Wochenenden, weil sie unter der Woche halt eventuell nicht frei bekommen. Ich meine, bei mir ist das eh gechillt. Bei mir ist um die Zeit halt Semesterferien. Das wird nächstes Jahr mal vielleicht noch so sein. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich in 2 Semestern fertig werden, aber wir werden sehen. Und Mr. Fail kriegt das halt auch meistens hin, dass das mit dem Urlaub klappt. Wenn man halt früh genug Bescheid weiß, kann man halt sagen, ja, ich bin halt an dem Freitag nicht da. Aber jo, diesmal hat's geklappt, hoffentlich nächstes Jahr auch. Weil diejenigen jetzt zum Beispiel, die eigentlich dieses Jahr schon da sein wollten, die dann halt wie gesagt durch Arbeit oder Krankheit nicht da waren, haben halt gemeint, da dann auch definitiv nächstes Jahr und ein paar andere, die dann da dann halt noch geschrieben haben, ja, dieses Jahr hat's bei mir von vornherein nicht geklappt, aber wenn ihr nochmal da seid, will ich auf jeden Fall auch dabei sein. Das finde ich halt schon krass, dass dann halt schon wirklich so fast 10 Leute dann gesagt haben, jo, lass mal treffen. Das finde ich halt eigentlich ultra cool. Und dann, wie gesagt, ich will nicht wissen, wie sich dann ein Gronkh oder ein Funk oder ein Luxlike Link da fühlt, wo dann wirklich hunderte Leute auf einen zukommen. Ein Gronkh fall sogar tausende. Ich würde mal interessieren, ob sie irgendwie gezählt haben, wie viele Leute
sie da an dem Samstag, ich sag mal, abgearbeitet haben. Vielleicht eine ungünstige Formulierung, weil die machen das ja gerne, die machen das ja auch gewissenhaft. Nur, ne, ihr wisst, was ich meine. Also eine vierstellige Zahl wird das definitiv gewesen sein. Ich habe mir da auch noch das Ende von dem Stream angeguckt, als sie dann wirklich hier abgebaut haben und dann ins Taxi nach Hause sind. Und der sah schon gut fertig aus. Was auch total verständlich ist. Wie gesagt, der hat ja da wirklich, oh, Treibsand. Der hat ja wirklich 12 Stunden ununterbrochen da an dem Stand rumgestanden. Immer wieder Leute umarmt und Fotos gemacht und geredet. Boah, ich will nicht wissen, wie kaputt der Kerl war. Aber ich will auch nicht wissen, wie geil die Erfahrung für ihn ist. Muss ich mal vorstellen. Er sagt ja auch immer, er ist letzten Endes auch nur ein komischer Typ, der irgendwie durch Spielevideos berühmt geworden ist. Und wenn da dann auf einmal tausende Leute anstehen und schreien, Gronkh, wir lieben dich und wollen zu dir für ein Bild und eine Umarmung. Ich will halt nicht wissen, was das für ein Gefühl ist. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es wirklich wissen will. Sagen wir es mal so. Ich glaube, er ist halt so doch so ein bisschen. Ach, was mache ich denn? Ich will was essen und stell's Bett auf. Ich bin hochkonzentriert, wie man sieht. Ich glaube, er ist da halt noch so ein bisschen offener, was das angeht. Ich glaube, mir wäre es irgendwie unangenehm, so viele fremde Leute dann wirklich so zu umarmen und alles. Wobei er ja eigentlich auch immer von sich behauptet hat, er ist eigentlich sehr introvertiert. Kann halt sein, dass halt da mit der Zeit, dass man da einfach ein bisschen offener wird und abgehärteter, sage ich mal. Wobei ich das ja auch schon sagen muss, am Anfang, als wir halt so die ersten paar Folgen Minecraft gemacht haben, beziehungsweise generell, als ich die ersten Folgen so gemacht habe, ich glaube, da habe ich mich noch leicht anders angehört. Weil irgendwann, am Anfang denkst du halt noch so, Alter, ich hocke hier jetzt und laber einfach vor mich hin, hoffentlich kommt keiner rein, der denkt, du bist bekloppt. Und mittlerweile geht das eigentlich. Da hast dich schon fast dran gewöhnt, sag ich mal. Aber dann. Na super. Ah, Kakteen. Kakteen ist gut. Und Wüste. Kakteen nehmen wir mit für grüne Farbe. Ja, und blaue Farbe ist ja Lapis. Da können wir jetzt hier nicht viel machen. Aber da haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Eine grüne Farbe muss man halt gucken, dass man da dann wirklich. Ich weiß nicht, ob man grüne Farbe aus Gras machen kann. Ach Gott, die zwei Dinger hier, die essen wir mal noch. Nein. So. Ob man die aus Gras machen kann. Deswegen ich. Ne oh, Cactus Green. Oh, Cactus Paste. Can be smelted into Cactus Green. Okay, das ist jetzt doof. Da hätte ich die Kakteen aber so wahrscheinlich besser mitnehmen sollen. Wobei es letzten Endes auch egal. Nehmen wir halt die Kaktuspaste mit. Aber ja, ich glaube, man verändert sich da auch mit der Zeit, wenn man sowas macht, glaube ich. Oh. Guck mal, was wir da haben. Das ist wieder so ein komischer Baum. Den hatten wir schon mal. Damals, glaube ich, in so einem Schneebiom. Das war im Süden, ne? An der Küste. Da hatten wir ja eigentlich nichts drin gefunden, großartig. Wobei ich glaube, da war so eine Redstone-Maschinerie unten drunter. Mal gucken einfach mal. Aber es sieht halt schon cool aus, muss man sagen. Aber ja, das sollte eigentlich im Schnee spawnen. Hier liegt ja auch Schnee. Was ist da los? Und wie gesagt, eigentlich sollte da, glaube ich, sogar einfach ein Villager drin sein. Wir bauen uns mal hoch. Haben wir noch ein bisschen mehr Erde? Warum habe ich hier Treibsand? Warum habe ich so wenig Platz? Na, kommst du mal dahin?
Ja, der Rucksack ist halt voll. Hehe. Mal so, dass wir uns da hochbauen können. Ah, und ich werfe mal noch mal ein bisschen Kram weg. Ich brauche euch nicht. Das nehme ich aber mit, weil es schön aussieht. Das brauche ich nicht. Die Stöcke gerade nicht. Dann mal die Oreberries hier in den Rucksack. Ja, den Kram. Ich glaube, ich nehme jetzt auch nicht so viel mehr mit, weil das ist ja schon einiges. Ich glaube, grün ist halt wirklich auch nicht das Problem. Rot war jetzt halt so die Sache, weil da brauchst du halt wirklich rote Blumen für. Dann das und das. Das werden wir jetzt, da werden wir jetzt auch nicht mehr bekommen. Die Oreberries an sich hier, die Melonen und die Potion hier, ich meine. Dann bauen wir uns mal hoch. Vielleicht finden wir ja noch diesmal was. Vielleicht ist da jetzt der Villager, der da eigentlich sein sollte. Wer weiß, wer weiß. Kann auch sein, dass das irgendwie kaputt ist, weil ich bin ja jetzt doch wieder auf der alten Version, dass das irgendwie. Ups, zu weit. Dass das schon gefixt wurde, dass der da nicht spawnt, aber ich sehe keinen. Schade. Aber wir jetzt halt wieder auf der kaputten Version sind. Nö, hier oben ist leider nichts. Was trotzdem schon extrem cool. Ich mag die Sachen. So, und jetzt bitte. Jupp. Flup, flup. Da ist die Schaufel gut. So. Weiter geht's. Oh, da ist ein Dorf. Da ich ein Dorf. Das gehen wir doch gerade mal ausrauben, würde ich behaupten. Ja, aber irgendwie in der Wüste sieht das Ding merkwürdig aus. Aber hey. Why not? So. Wo sind die Villager? Wo sind die Villager? Und ich muss auch irgendwie zugeben, ich habe eigentlich wieder richtig Lust, auch Minecraft zu streamen, weil das war immer so cool mit dem. Das war halt immer so. Ups. So entspannt. Da konnte sie so schön reden. Jetzt nach den zwei Lava-Streams, die wir da während der Gamescom gemacht haben. Das ist aber so schön, sich mit dem Chat zu unterhalten, wenn auch diesmal der Chat aus ja, maximal zwei Personen bestand. Aber wie gesagt, das war, denke ich mal, die Zeit zusammen mit der Tatsache, genau, der Tatsache, dass wir halt einfach so lange schon nichts mehr gemacht haben. Was halt schade ist. Nur bei Minecraft ist bei mir halt, bei mir halt so die Sache, ich will halt nicht noch eine zweite Life in the Woods Welt machen, weil das wäre, um ehrlich zu sein, irgendwie totaler Schwachsinn. Da würde ich letzten Endes wahrscheinlich eh immer noch nur dasselbe bauen. Das mit dem Server lassen wir, glaube ich, vorerst auch mal noch. Weil, ja, es ist letzten Endes, mir reicht, was Life in the Woods angeht, eigentlich gerade das Let's Play, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich ja auch schon manchmal so Phasen, wo ich da nicht wirklich Bock habe. Allerdings will ich auch dann für so einen Laber-Stream nicht irgendwie große Questing- oder Technik-Modpacks haben. Weil, wie gesagt, ich fand das halt ultra angenehm, dass du halt einfach so ein bisschen nebenbei rumgebaut hast und reden konntest. Da mussten wir jetzt auch letztens nochmal zurückdenken, so die allerersten Streams, die wir damals gemacht haben, wo wir noch auf der Vanilla-Welt waren, wo ich dann noch so eine alte private Welt von mir im Singleplayer rausgekramt hatte, wo ich schon so ein bisschen Dorf gebaut hatte, wo wir da dann einfach ein bisschen weitergespielt haben, wo dann die Tina kam, der Hauju, dann damals glaube ich auch der Chefkoch, über den wir den DJ dann kennengelernt haben.
Boah, und da waren noch so ein paar Namen. Ich glaube, Einhornpups war das damals. The B2 Fat Run oder auf YouTube, glaube ich, der Assi Batman. Die Namen damals, das waren so die ersten Leute, die da dann mit dabei waren. Das war damals noch, was heißt noch? Das war damals halt richtig cool. Das war so, war wirklich so die erste Freude beim Streamen dann hatte. Dann wirklich die ersten, ich sag mal, Stammzuschauer dazu kamen. Ah, die haben ja einen coolen Pilzbiom. Die Mushrooms. Wie cool. Mu, mu, mu. Aber das Biom decken wir jetzt nicht auch noch komplett auf. Ich will vor Folge 400 nochmal zu Hause ankommen. Ach ja. Nee, aber ich hätte schon nochmal Lust, da was zu streamen, aber ich weiß halt nicht was. Vanilla ist eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, mittlerweile langweilig. Nochmal Live in the Woods will ich auch nicht mehr und ich will auch nicht außerhalb vom Let's Play im Stream hier diese Welt bespielen, sage ich mal. Weil wie ich auch schon gesagt habe, ich will auch nicht komplett so offscreen irgendwas machen. Ich. Na, was ist dann da los? Warum ruckelt das so? Ah, Dschungelbiom. Ah, nee, das ist immer noch der Pilzwald. Ah, aber da hinten große Bäume sind immer viel. Viel Ruckelei. Ich bleib mal kurz hier stehen. Weil für mich ist das halt hier, dieses Let's Play ist das für mich auch so ein bisschen Dokumentation. Wisst ihr? Und die Welt ist halt so für mich so ein bisschen Tagebuch, sage ich mal. Ich will halt einfach. Ich werde es wahrscheinlich nie machen, aber ich finde den Gedanken einfach schön. Du hast halt, was du gemacht hast, alles aufgezeichnet. Deine Gedanken hast halt einfach gelabert. Und was du halt so gemacht hast. Und für mich würde es das halt einfach so ein bisschen kaputt machen, wenn ich wüsste, okay, du hast da halt einfach mehrere Stunden, die du halt eigentlich wirklich hier gespielt hast, hast halt verloren. Das fände ich halt irgendwie schade. Ich meine, klar, die Streams hast du dann immer noch die VODs, die du dann irgendwie noch mitnehmen könntest, aber das ist, ich finde, das ist irgendwie was anderes. Hatte Mr. Fail noch vorgeschlagen, dass wenn wir halt wirklich nochmal Minecraft streamen wollten und nicht ganz dasselbe haben wollen, könnten wir ja das After Humans Pack von Gronkh nehmen. Oh, cool. Oh. Was war das für ein Geräusch? Das ist halt sehr nah dran, aber nicht eins zu eins dasselbe. Oh, eine Truhe. Das wäre halt vielleicht wirklich eine Idee. Falls noch ein paar Leute zugucken sollten, ich weiß nicht, das ist jetzt auch nochmal zurückgegangen, weil es einfach so viele Ausfälle gab, kann ich auch verstehen. Könnt ihr mal sagen, ob ihr da auch Interesse dran hättet? Ich muss halt irgendwie gucken, dass das mit meinem Internet hier nochmal funktioniert, weil du hast halt einfach schlechte Laune, wenn innerhalb von einer halben Stunde dir der Stream zweimal abschmiert, komplett. Das ist scheiße. Hier schön beschriftet mit den Feldern. Wie cool. Das haben wir aber noch nicht. Dann hier Kompost. So ein Blumentopf, glaube ich, genau. Planks. Ein Wolf, der fast tot ist, alles klar. Ja, ein angeschlagener Amboss, den lassen wir mal hier stehen. Und eine leere Truhe. Wow. So, was haben wir denn hier drin noch? Nichts. Ich kann mir vorstellen, dass hier nochmal in der Ecke was versteckt ist. Gucken wir mal. Das wollte. Ah, ich habe die fette Axt. Oh, und die macht ja sowas. Kacke. Oh, nee. Oh, nee, oh, nee. Habe ich nicht noch die normale dabei? Oh, nee. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Hier hinten dran sieht man auch nichts. Ich mach's mal noch kaputt, aber nee. Ach, damn it.
Gott, verdammt. Aber hier sind halt, waren halt, glaube ich, die Setzlinge drin. Ja, ach. Ich depp. Aber versuchen wir das hier gerade nochmal so ein bisschen herzustellen. Boden war ja aus dem Kram. Ja, gut gemacht. Na, doch. Dann hier. Ah ne, das ist das Falsche. Hier die Wand so. Zack, genau. Dann waren hier die. Und das und die Kiste. Schließlich jetzt mal hier in die Ecke kommen. Bauen wir das ganze Ding mal um, dann haben wir hier noch so ein bisschen Gedöns. Guckt mich so an, Hundi. Hab leider keine Knochen. Ja, aber ich glaube, das war's dann auch. Ich glaube, das hier ist wirklich so eine kleine. Eine Farmerhütte kann man eigentlich nicht sagen. Es wirkt durch die Setzlinge da drin. Huch. Fast eher so wie eine kleine Holzfällerhütte oder so. Ah, naja, Kirschen. Ahorn. Das ist, glaube ich, doch eher so eine kleine private. Ein kleines privates Gärtchen, sagen wir mal so. Wir haben mal oben an der Richtung Decke noch was. Blumen. Topf. Naja, egal. Ich glaube, mehr gibt es hier dann nicht. Aber die Setzlinge nehmen wir mit. Das sind halt diese Ancient Trees. Die findet man nicht überall. Wobei, so ultra selten sind sie auch nicht, aber ne? Aber nehmen sie einfach mal mit. So, auf jeden Fall war halt die Überlegung, dass, wenn das alles nochmal ein bisschen besser klappt mit Stream, dass man da mal Gronkhs Modpack einfach für einen Stream, dass man da halt eine wirklich eine Singleplayer-Welt macht. Ups. Singleplayer-Welt, wo wir dann im Stream ein bisschen spielen, beziehungsweise einen lokalen Server, wenn Mr. Fail dann mitspielt, falls wir hier nicht zusammenhocken. Dass er sowas macht. Und dann halt auch einfach ein bisschen baut. Da haben wir dann auch nochmal diese Technikseite ein bisschen mit drin. Aber auch halt alles zum Schönen bauen, wo wir dann eventuell halt so ein bisschen Richtung ja, Gronkh-Stil gehen. Dass wir da dann ein bisschen schön bauen. Vielleicht dann halt auch mal so ein paar Technik-Ruinen oder sowas, wo wir dann halt alles ein bisschen automatisieren. Wo wir dann halt ein bisschen sowas dann noch nebenbei machen. Aber wie gesagt, ich finde halt hauptsächlich einfach so ein bisschen gechillt bauen ist am angenehmsten. So, aber wir sind wieder am Ende der Folge. Gucken, so ultra weit haben wir es ja nicht geschafft. Ach Quatsch, ich guck falsch. Wir sind ja hier unten schon. Na okay, wir haben doch ein gutes Stück zurückgelegt. Muss ich nur mal gucken. Ah, wir müssen noch ein bisschen weiter rüber. Aber die sind noch eine Strecke. So. Ich glaube, die drei Folgen reichen mir jetzt auch für erstmal die erste Aufnahmesession nach dieser langen Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich guck mal, dass ich jetzt wirklich nochmal, es zumindest schaffe, nochmal alle 2, 3 Tage, sagen wir mal, nochmal eine Folge rauszuhauen. Aber ich denke mal, das läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nochmal wirklich Lust drauf nach der Pause. Manchmal brauchst du halt einfach mal so eine kleine Auszeit. Ja, ist halt einfach so. Und auf Krampf, den Krampf spielen hat man ja auch schon öfter. Das bringt auch nicht viel. So, aber jetzt wirklich, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.